Willkommen. Hi. Ja, wie startet man hier? Ja. Also, erstmal, hi. Danke, dass du da bist. Es ist wirklich schön, dich mal wieder hier zu haben. Beziehungsweise, dass ich mal wieder hier bin. Ist ja wirklich schon etwas länger her. Was heißt hier länger her? Ich meine, ihr habt mich letzte Woche gesehen. Aber meine letzte Aufnahme von The Room ist tatsächlich schon 4 Wochen oder 5. Haben wir so, der Weihnachtsstress hat mich ein bisschen auf Trab gehalten und somit musste ich das YouTube-Ding ein wenig, wie sage ich denn, beiseite schieben. Dafür möchte ich mich sehr entschuldigen. Skyrim kommen auch wieder Parts, keine Sorge. Da werde ich mich ransetzen. Ich habe noch 2 Parts in Überschuss, tatsächlich. Also, don't worry, be happy, haha. Nein, was ich sagen wollte, ich habe Elder Scrolls Online für mich entdeckt. Und es funktioniert auf meinem PC. Und rate mal, wer das ungefähr schon seit 12, 13 Stunden spielt. Ich. Du siehst nicht, wie ich mich melde, aber ich melde mich. Ja, ziemlich gutes Spiel. Aber ich will nicht weiter rumlabern, das ist schon wieder eine Minute her. Jetzt schauen wir uns erstmal den Schmarren hier an, was wir hier so zu tun haben. Eine riesige Platte. Okay. Oh, cooler. Zeig mir. Also wir sehen hier schon mal ein paar Pfeile. Das heißt, kann ich irgendwas verschieben? Ein kleiner Spalt, genau in der Mitte des Tisches. Okay. Es ist wieder super toll. Übrigens hätte ich sowas und keine Lust auf dieses Spiel, ehrlich gesagt. Weil es mich einfach nur abfuckt. Aber nur für euch. Und ja, werde ich das weiterspielen. Beziehungsweise bis zum Ende. Also vielleicht bis zum Ende. Mal schauen. Je nachdem, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Sieht man da irgendwas? Kriege ich da? Das ist eine große, runde Aussparung. Ja, da kommt bestimmt irgendwas wieder rein. Kann ich da irgendwas? Deine Mutter. Da kann ich doch irgendwas dran drehen hier. Haha. Kann ich da irgendwas mit dem Okular? Wir drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und drehen. Ich sehe schon. Da sind Sachen. Was? Was habe ich da? Oh, das war Zufall. Ein kleiner Messingkurbelgriff. Super. Und wieder was zum Lesen. 15. August. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe die Beschwörungsformel genauestens eingehalten. Astaroth ist nicht erschienen. Keine Antworten haben sich offenbart. Mehr Fragen. Die Visionen haben zugenommen. Sie bedrängen mich und ich kann mich nicht allzu lange an einem Ort aufhalten. Ich versuche, sie im Blick zu behalten, doch die Linse schmerzt meinen Augen. Ich habe ein Mittel gegen die Schmerzen zusammengestellt. Wer mir folgt und dieses Tagebuch findet, ich vermag dies nicht zu beschreiben. Die Welt der Menschen kennt keine Worte, mit denen es sich erläutern ließe. Das Haus ist nunmehr so sehr gewachsen. Überall finden sich Räume. Lol. Okay, wir haben auf jeden Fall so ein Kurbelding gefunden. Das ist gut so. Okay. Ich bin hinter deinem Mut. Achso, ich kann das jetzt gar nicht mehr drehen. Weil das nämlich jetzt... Ah, das ist so neben der Spur. Ich mag sowas nicht. Hallo. Bitte. Ach Mann. Okay, wo kann man kurbeln? Kurbeln. Nicht unten drunter? Nee, stopp, da haben wir alles jetzt gemacht, ne? Vielleicht in der Mitte kurbeln. Komm, kurbeln wir in der Mitte. Nein? Okay, dann halt nicht. Kann man hier irgendwas machen? Hallo? Du siehst sehr verdächtig aus. Das hat ja keiner kommen sehen hier. Aha. Okay. Öffne dich. Oder schieb was raus. Geil. Lol. Non est ad astra molis aeteris. 6. Okay. Ich kann kein Latein. Wenn das überhaupt Latein ist. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es irgendwie Espanola. Oh! Ich habe ein Schwert. Gib mir das Schwert. Ist das jetzt irgendwas... Hat sich was verändert? Was bist du denn für ein Bob? Oh, warte. Oha. Ah, ich sehe schon, was ich hier wieder machen muss. Ah, so ein Krampf. Okay. Vielleicht muss ich jetzt auch mal was irgendwie drehen hier. Das. Achso, das geht gar nicht mehr.
So ein behinderter Bockmist. Ich meine natürlich, tolles Spiel, ich mag es. Ach komm schon, das ist doch so ein Schmarrn. Das ist das Einzige, was passt. Ach, komm. Egal. Kann ich vielleicht dadurch gucken jetzt nochmal? Kann ich hier jetzt irgendwas machen? Drehen, wenden, keine Ahnung. Wenden in drei Zügen, hahaha. Ha, ha, ha. Kugeln machen auch nix. Warte mal da. Ach, dein, oder? Bei der Aussparung hat sich auch nichts getan. Kann ich da jetzt vielleicht nochmal was drehen, vielleicht so ein bisschen? Nein? Okay, dann halt nicht. Arschloch. Und so. Und wieder eine Runde gemacht. Ich bin so fasziniert von ihm. Also, es muss ja irgendwas hier geben. Also, das ist so ein Dolch. Kann ich einen Dolch irgendwie. Wow, ich muss echt extra ranzoomen. Okay, trotzdem bringt es mir einen Schmarrn. Okay. Fecken Sie sich. Ich habe wahrlich Abneigungen gegen Sie. Vor allem, was ist denn das für ein Schmarrn? Also, Schmarrnkopf da hinten. Schauen wir an. Okay. Hinweis. Die Vorderseite des Holzrahmens schimmert auf einmal so seltsam. Ne, wirklich. Das haben wir doch schon gemacht, du Hurenbock. Schimmert so seltsam. Oh, was kann das sein? Okula! So, Okula, zeig mir den Weg. Ich muss bestimmt wieder dieses blöde Zeichen machen, dieses komische Hexagon-Gedöns. Aber was gibt's mir denn Scheiß? Also da muss es ja irgendwas. Was ist passiert? Sorry. Vielleicht entdecke ich mit meinem Okular mehr. Ne, wirklich. Wäre ich nicht drauf gekommen. Dritter Hinweis. Ach, dein Mutter. Gib mir den dritten Hinweis. Gib ihn mir. Oh Mann. Kann man das vielleicht irgendwie schieben, dass es da ist oder keine Ahnung? Hinweis Nummer 3? Nein. Okay, dann halt nicht. Ich meine, ich sehe hier ein geiles Messer. Vielleicht. Gib mir das Messer. Gib es mir. Kann ich vielleicht. Oh! Du Schweinepriester! Das verzeihe ich dir nie. Ha! Ein verzierter alter Dolch. Alter, ich könnte kotzen! Aber das tun wir natürlich nicht. Okay. Wo kann man jetzt so einen Dolch reinstecken? In dein Herz! Was? Da er aus der Mitte ragte, schätze ich mal, muss ich ihn jetzt einfach hier reinstecken? Ja. Hinein, töte es. Oder wir spielen so Solarsystem. Das geht natürlich auch. Interessant. Also, okay. A, B, C, D, E, F, G, H. Nein. Okay. Also wahrscheinlich wieder so ein komisches Gedöns. Okula, hilf mir. Kann ich das jetzt irgendwie drehen? Ich weiß noch nicht, deine Mutter? Schau, ich würde es mir gern genauer ansehen. Also, nee, das wird keinen Sinn machen. Warte mal. 1, 2, 3. Nochmal und da vielleicht. Ja. Mal gucken.
Hä? Das Spiel. Dieses Spiel. Es ist echt schön. Keine Frage. Aber es ist ein bisschen tricky. Kann ich jetzt irgendwas anpeilen, was irgendwie nach aussieht hier, dass ich hier... Vielleicht da nochmal durchgucken. Oh, wer hätte es gedacht? Eine Leiter nach unten. Oh. Da. Ha! Okay, die Sonne fängt Licht, Feuer, keine Ahnung. Achso, jetzt muss ich hier wieder drücken. Oh ja, spiel mir Roulette. Oh, ein Auge. Muss ich jetzt wieder hier... Ah, jetzt schimmert auf einmal wieder. Aha! Okay, vielleicht muss ich jetzt erstmal dieses... Ah, da fehlt wahrscheinlich wieder so ein Schm... Oh, welch Zufall. Also, ich mache hier einfach so ein komisches Y. D. Okay. Jetzt muss ich wieder dieses Zeichen zusammenstellen. Ich hau mich weg. Danke. Oh Mann, ein großes Goldamulett. Das ist echt creepy. Ein bisschen. Wobei es mich echt ins Millenniums-Puzzle erinnert, beziehungsweise halt allgemein die Millennium-Gegenstände aus... Jetzt wollte ich gerade sagen, Digimon, oh Gott, Sünde. Yu-Gi-Oh! Alter! Ja, wo... So eine schöne Konstruktion, jetzt kommt's wieder nicht. Hurensohn. Oha. Jetzt warte mal. Kann ich jetzt wieder hier durchgucken? Oh! Ein großes Kistchen hier. Kistchen, eieiei. Wenn man einmal in Sachsen lebt, ne? Als Hochfranke und auf einmal hier... Oh, Dreck. Maybe, just maybe... Was kann ich jetzt machen? Nix. Was bringt denn jetzt dieses riesige Ding? Und das ist eigentlich echt cool. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier so sehen, was ich da... Das machen kann. Okay, also zwei Pfeile schauen sich wieder an. Jetzt schaut das mich an. Ja, doch. Ich sehe schon. Bringt einen Scheiß. Oh Mann, das ist echt cool. Es ist wie so ein riesiger Spiegel. Das taugt mir. Oh, warte mal, da ist ein Loch. Oh mein Gott. Das ist so cool. Vielleicht muss der Pfeil irgendwie darauf gucken. Ich weiß es doch nicht. Ich bin doch auch nur so ein einfacher Franzose. Was macht denn das Ding? Vielleicht hier so Mitte und dann so ein Pfeil. Okay. Ich weiß, ja, es sieht man doch auf den ersten Blick. Nein. Der Master Wookie sieht einen Scheiß. Oh, ein Hinweis. Der Holzrahmen, ich kann geradewegs durch ihn hindurchsehen. Es ist das... Meine Mutter, ist das ein weiteres Muster für die Tasten? Ja, wie? Jetzt bin ich fasziniert eventuell davon, so ein bisschen vielleicht. Ja, aber wie verstehe ich das? Warte mal. Mein Gehirn hat gerade Klick gemacht, tatsächlich. Also ein seltenes Phänomen, wie man versteht. Dann so.
ganz oben die Mitte. So. Da haben wir was anderes zu sehen. Nochmal kurz drehen. Ach, Okular. Da, 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 da. Und da wieder zwei. Ha! Oh mein Gott. Bin ich geil oder was? Also natürlich nur haarig, aber das ist was anderes. Ah, da, der Stein gehört mir. Die Energiequelle zur Nutzbarmachung des Nullelements. Lol, ein Kasten, der sich dreht mit so einem Stein drin. Yay! Okay, was gewinne ich? Eine AWP Dragonlore? Das wäre so geil. Great. Was machen wir jetzt? Wieder das Ding drehen? So lange, bis sich da wieder das Null-Element herausformt. Übrigens tut es mir echt leid, dass ich die Soundqualität das letzte Mal verschissen habe, also den letzten Parts jetzt, die ihr von The Room oder auch Skyrim gesehen habt. Das lag daran, dass ich meine Webcam angeschlossen habe, tatsächlich. Und ja, die super gemacht. Super gemacht. Einfach nur geil. Ich bin fasziniert von deiner Schlauheit. Klugheit, deine Mutter. Was soll ich gerade sagen? Genau, Sound. Da habe ich meine Dinge angeschlossen. Meine Webcam. Und da hat es halt den Sound von der übernommen. Statt von diesem unglaublich geilen Mikrofon, wo meine Stimme einfach nur wie Markiplier klingt. Also ein bisschen zumindest. Aber das ist okay. Also dann. Wir haben Zeug. Das kann ich wieder nicht so schieben. Oder kann ich mir das irgendwie nicht zunutze machen? Kann ich das irgendwo reinstecken? Nicht. Okay. Ich sollte nochmal das... Deine Mutter. Aber ich kann ja auch nicht so das drehen, dass ich das wieder so zusammenfriemeln kann. Danke. Dann drehen wir es halt nochmal so, dass es... Es ist derselbe Schmarren. Herzklubbern. Das nervt mich, das ist so. Was kann ich denn jetzt damit anfangen? Nix oder was? Ja, ich schaue ja schon durch den Rahmen. Kann ich da irgendwas drehen oder wenden? Vielleicht so? Natürlich! Easy peasy lemon squeeze me. Verdammte Kacke. Okay. Ah. Haha. Oh mein Gott, ist das cool. Sag mal, bin ich jetzt irgendwie so im Null-Universum? Das ist echt gruselig. Ich schätze mal, da muss ich das Ding jetzt ranstellen. Hallo. Hey, das ist meins. Hurensohn. Alter, was geht? Alter. Das Licht. Schöner Fortschritt. Aber meinst du wirklich, du hast den Können unter Beweis gestellt? Ach, deine Mutter. Du hast den Können. Spiel fortsetzen? Ach so. Ja, dann, cool. Das war richtig schnell diesmal für meine, also für meine, ne, Umstände und so, ne.
Naja, aber dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Habt vielen Dank, auch wenn ich mich gerade schon bedankt habe. Aber egal. Wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Genießt euer Leben. Das ist wichtig. Weil sonst wärst du irgendwie umsonst. Aber egal. Moralapostel hin oder her. Verabschiede ich mich für heute. Also, ciao, ciao.